Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie. Mephisto Polka gegen die Welt, alle drei gewonnen. Die kurioseste, ein bisschen kurios war die dritte Partie. Der Gegner hat schon die Figur mehr. Also durch taktische Abwicklungen, die der Mephisto nicht ja, ganz durchschaut hat, hat er die Figur verloren. Er hat einen Bauern nur dafür gehabt. Und der Gegner hat wohl die Geduld verloren, hat dann sich entschlossen, das Material zurückzugeben. Also zwei Figuren für einen Turmbauer zu geben. Dadurch hatte der Mephisto dann die Qualität weniger. Und dann hat sie ihn ganz verlassen irgendwann. Dann Bauer steht auf B7, droht zur Dame umzuwandeln und dann dummerweise der Springer von D3 gab den Turm an, sie gibt einen Turmschach auf C2, was natürlich total bescheuert war, weil danach konnte er mit Turm B2 gar nicht mal die Dame verhindern. Und dann entglitt ihm alles und die Partie ging dann total in den Bach hinunter. Und hier sehen wir nur die nächste Partie. Das ist das Problem, wenn Leute Material mehr haben und kriegen sich auf die Reihe und meinen dann, die müssten durch, meinetwegen, die haben eine Figur drei Bauern mehr, angenommen. Und dann meinen die, die müssten jetzt die Figur und den Bauern zurückgeben. Das ist dann der erste Schieß schon zurück und dann geht es ganz schnell, dass sie die Partie sogar noch ablosen. Aber was soll ich sagen, die nächste Partie hier. 10 Minutos. Und mit Weiß Stein sogar. Ich mach mal E4. Also dann Mephisto mit Weiß. E6 schon wieder Französisch. D6, ne, doch nicht. Das schon Französisch. 1722 hat der Gegner aus Deutschland, der Mephisto 2040, hat die weißen Steine. Man sieht es ja ungefähr so ein bisschen, dass er hier Springer C3. Ja, ist ein bisschen, ja, Igel-System soll das wohl werden, was Schwarz hier spielt. Ist gar nicht mal so verkehrt, dass, da, wie hieß der, Bernd Fäustel, der das damals mal öfter gespielt hat. Der Sinn ist es, eine Festung aufzubauen, dann später A6, H6, also G6, Springer E7, D7, Läufer G7, A6, H6 und dann mit gegebenenfalls mit F5 oder C5 zu hebeln. Also man sieht auch schon, er hat hier quasi den Plan dicht vor Augen. Also er hat den Springerzug jetzt halt gemacht, weil das ja halt im Eagle-System so üblich ist, den Springer dahin zu ziehen. A6. Ich weiß nicht, ob diese Reihenfolge jetzt unbedingt die korrekte ist hier. Also erst den Damenflügel zu spielen und dann den Königsflügel. Ist so ein bisschen, wird das von, werden solche Sachen von Leuten gespielt, die nicht gut die Theorie kennen. Die neigen dann sehr zu passiven Aufbauten. Also zum Beispiel diesem Igel-System, weil die wohl meinen, obwohl es ist ja nicht mehr Igel, das wäre G6, Läufer G7, Springer E7, Rochade. Das wäre ja eher Igel-System. F1, E1. H6. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt verhindern soll. A4. Ja, möchte wohl B5 verhindern. Ich habe gestern so eine Partie gesehen. Was ist die Partie? Das war TV Chessbase. Da ging es um Benoni. Mit A6, A4. Ich kannte das eher so, dass man dann mit Schwarz B6 zieht. Also A4, A6 verhindert, A4 verhindert B5 und dann B6. Um A5 zu verhindern, so kannte ich das eigentlich. Läufer D2. Benoni habe ich damals auch gespielt. Das muss man aber schon gut können, weil D6 ja eine potenzielle Schwäche ist und dann muss man, also der rückständige D6 bauen dann im Benoni. Das sind so manche Öffnungen, die muss man einfach richtig drauf haben. Drachenvariante, sizilianisch. Also E4, C5, Sizilianisch da mit diesen, was macht er? A4, A5. G6, Läufer G7 und dann mit verschiedenen Rochaden.
Das musst du halt schon richtig gut drauf haben, diese Drachenvariante. Also mit Weiß und für Schwarz. Wenn du mit Weiß die Drachenvariante, diesen Rauseangriff richtig kennst, dann kannst Springer B5 schlägt. Achso, wegen Dame B5 schlägt. Wegen Bauer schlägt, Dame schlägt und dann B7. Ja, da macht die eine richtig gute Partie in der Polga. Ich bezweifle immer, dass der Milano so gut spielen würde. Der Milano hat. Die haben ja deswegen ja diese 10 MHz Version, um quasi diese taktischen Schwächen auszugleichen. Dadurch, die haben ja mehr Schachwissen. Das verlangsamt das Ganze allerdings auch wieder. Und deswegen haben die vom Haus aus quasi schon eine 10 MHz Version mit dabei. Die war natürlich dann noch teurer. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass man die 16-Bit Richard Lengs wohl nicht gefährden wollte. Und deswegen D4, D5. Deswegen, ich glaube, der war da Milano 16 MHz, war glaube ich 1200 Mark oder was. Da gab es glaube ich auch schon den Berlin und die wollten wohl nicht, dass sie sich gefährden gegenseitig. Oder sagen wir mal eher, dass der Milano 10 MHz den Berlin gefährdet. Damit C6. Ja, mit dem Mehrmaterial, das ist wohl jetzt nicht so dolle hier. Ihr habt einen Freibauern. So deckt ich jetzt den Bauern ab. Was ich aber sehr häufig schon gesehen habe, ist, dass, sagen wir mal, dass die Computer nicht gut standen. Obwohl ich heute eine Lyon-Partie hatte. Das hat der Lyon so dermaßen eingematscht, die hat er dermaßen abgelost, die Partie. Das war auch schon nicht mehr feierlich. Da hat der Lipo beinahe schon geweint. G2, G4. Kann das sein, dass er weg ist? Dass dem Springer die Felder abhanden gekommen sind? Weil sie einen ganzen taktischen Vorwärtsdrang hat er wohl ganz übersehen, dass der Springer weg ist. Ja gut, ich hätte Turm C2 schlägt sogar gedroht, weil Turm schlägt Läufer A1. A5 wird auch noch schwach, aber diese... Wo ist die einer? Meine Güte. Mann! Kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder einen zu trockenen Rachenraum. Und jetzt kassiert man sich die Figur immer noch. Ach, da hängt ja auch noch der Turm. Der war hier noch gedeckt. Und der Gegner gibt die Gestalt, sie ist natürlich sofort Applaus wert. Hört man zwar nicht, aber egal. Der Gegner weiß es. Ist ein bisschen problematisch gewesen. Ich habe erst gedacht, der würde ins Schwimmen geraten, der Polga. Aber der flüssige Springer auf H5, der ist natürlich alles hier gerettet. Der hat den Tag gerettet, dieser Partie. Ups. So, der Agathe, Novak Agathe ist unterwegs. Der hat da keinen Haschtäbel. Ich werde da wohl zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, den Mephisto Roma 2. Das gibt ja zum Beispiel 10 Sekunden ohne Haschtäbel, die Stufe. Und dem Novak Agathe dann eben mehr Zeit geben. Dadurch, dass der Roma ja keine ohne Haschtäbel, ohne Permanent Brain, dann quasi spielt. Gleich sieht das hier wieder aus. Den Vancouver kann ich, ich sage schon auf ihn. Der Vancouver kann ja auch ohne Haschtäbel, warum sage ich immer Haschtäbel? Der Vancouver kann auch ohne Permanent Brain spielen. Also zum Beispiel 5 Minuten Blitz Vancouver ohne Permanent Brain. Gegen den Agathe, Novak Agathe mit, was könnte man, den müsste man nicht schon geben, 30 Minuten Partie zum Beispiel. Und dann mal gucken, wie die Partie so wird. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.